Bei mir war es auch sehr viel mit meinen Freunden verbunden. Die haben oft gesagt, Mensch, musst jetzt was machen, du wirst doch nicht alt. Und da haben sie auch recht. Also ich habe mich gefühlt wie ein junger Mensch in einem alten Körper. Dieser junge Mensch ist zu der Zeit gerade mal 27 Jahre alt. Er bringt 190 Kilo auf die Waage bei einem Body Mass Index von 62. Der Index gibt einen Überblick über das Verhältnis zwischen Gewicht und Größe. Bereits ab einem BMI von 30 sprechen Mediziner von Adipositas. Doch bei dieser Erkrankung ist das Gewicht nicht das einzige Problem. Ja, zum einen, dass man sich eben nicht so gern bewegt. Ich war sehr schnell ermüdet. Es war einfach alles anstrengend und belastend irgendwo. Und ja, ich denke einfach mal, das war für mich so ein Vorgeschmack aufs Alter. Wenn mal die Gelenke nicht mehr so mitmachen. Und da ist eben ganz klar, muss man was gegen tun. Er versucht es mit Diäten und Aufenthalten in Abnehmkliniken. Zum ersten Mal spielt er auch mit dem Gedanken einer Operation. Ich habe es oft vor mir hergetragen, habe mich aber nie dafür wirklich entschieden. Habe mehrere Dinge versucht, die dann nicht funktioniert haben. Und letztendlich ist es eine Frage des Leidensdrucks, ob man sich für sowas entscheidet oder nicht. Dieser Druck ist irgendwann zu groß. Der Übergewichtige geht ins Adipositas-Zentrum nach Wangen. Er will sich den Magen verkleinern lassen. Dr. Franz Immler berät ihn über die Möglichkeiten. Diese Eingriffe, die man durchführt, sind im Wesentlichen so konzipiert, dass man Veränderungen am Magen und Dünndarm macht, obwohl ihr Magen und ihr Dünndarm mit Sicherheit nicht krank sind. Die funktionieren ja sehr gut, man hat keine Probleme. Aber man weiß, wenn man an diesen Organen Veränderungen macht, dann führt es zu einem völlig anderen Hunger- und Sättigungsgefühl. Um dieses Ziel zu erreichen, fällt die Entscheidung auf eine Schlauchmagenoperation. Bei dem minimalinvasiven Eingriff entfernt der Arzt einen großen Teil des Magens. Es verbleibt ein ca. 2 bis 4 cm dicker Magenschlauch. Durch diese Verkleinerung wird die Nahrungsaufnahme eingeschränkt. Die OP verläuft ohne Probleme. Aber Michael Dentler weiß, der Eingriff alleine reicht nicht. Ich denke einfach mal, dass bei mir die Selbstreflexion nach dieser Operation eigentlich erst so richtig eingesetzt hat. Zum einen die Mengen, die man zu sich nimmt, was man zu sich nimmt und auch der Körper sagt einem im Prinzip, was man braucht, dafür ein Gespür zu bekommen. Der 30-Jährige folgt diesem Gefühl, stellt seine Ernährung um, trinkt kaum noch Alkohol, beginnt mit Bergsteigen. Heute, fast 3 Jahre später, führt er ein anderes Leben. Inzwischen hat er fast 100 Kilo abgenommen. Ja, ich bin aktiver, ich gehe viel raus, bin viel in den Bergen und habe auch mehr Spaß. Also es ist ganz einfach die Lebensqualität. Und die steigt mit jedem Gipfel. Um dort anzukommen, reicht eine OP nicht aus. Es braucht den Willen und harte Arbeit. Michael Dentler hat es geschafft.